Hallo und herzlich willkommen hier aus unserem Studio zur nächsten Digital Talk Folge unter dem Titel Transformation im Asset Management, jetzt die Erträge von morgen sichern. Die virtuelle Veranstaltungsreihe, die wir jetzt hier im digitalen Frühling geplant haben, für Sie hat heute Morgen begonnen mit der ersten Session zur Zukunft der Städte. Wir hatten ganz spannende Impulse in der Talkrunde mit Matthias Leube, unter anderem auch Ausschnitte aus einem Interview mit Herrn Professor Moreno, der die 15-Minuten-Stadt als Konzept entwickelt hat und gerade in Paris an der Champs-Élysées mit Anne Hidalgo umsetzt. Dieses Video, auch die Aufnahmen von heute Morgen, können Sie gerne auf unserer Homepage im Nachgang auch mal anschauen, wenn Sie Lust haben. Wir werden jetzt in der nächsten Stunde darauf aufbauen und Impulse zu den aktuellen Entwicklungen von Experten der Zunft des Asset Managements hören. Wir haben uns mit Make It Happen zum Ziel gesetzt, klare Maßnahmen und konkrete Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu formulieren und wie man die Hebel für positiven Wandel in Bewegung setzt. Positiver Wandel ist dringend vonnöten. Auch wir sind erschüttert und beobachten die Ereignisse in der Ukraine derzeit. Und dennoch sehen wir es als Ansporn, gerade jetzt auch eben hier bei uns weiter über Transformation zu reden, die doch so notwendig ist für unsere Gesellschaft als Ganze. Ich darf mir wieder Matthias Leube, CEO Colliers Deutschland, ins Studio beamen. Ich hoffe, dass das jetzt live wieder so gut funktioniert wie heute Morgen. Hallo Matthias, schön, dass du zu mir reinbeamst aus München. Du wirst uns gleich sagen, wie das funktioniert. Bevor wir durchstarten im Gespräch mit deinen Gästen, sei der Hinweis auch nochmal an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gesagt, dass Sie im Textfenster unter dem Stream Ihre Fragen schicken können. Es wird auch dieses Mal wieder eine Q&A-Session geben. Schicken Sie mir die gerne. Ich habe die dann hier auf dem Tablet und kann sie mit an die Runde weitergeben. Es erwartet uns eine spannende Stunde, in der wir über Portfolien und die Ausrichtung derer sprechen werden und wie Assessments neu gedacht werden, welche Einflüsse Metrics auch dabei haben. Also es ist einiges los und es kann auch zum ein oder anderen Kopfzerbrechen führen. Aber bevor wir jetzt direkt eintauchen, lieber Matthias, gebe ich an dich und deine Gäste ab. Du sagst uns, wie du hier gerade reingebeamt bist und was ihr gemeinsam vorhabt. Ja, herzlichen Dank, liebe Juliane. Herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauer, hier zur zweiten Session Make It Happen, Experts Choose Experts. Und tatsächlich haben wir das getan. Wir haben Experten hier, die uns helfen, dieses digitale Setup eben zu haben. Und die Pandemie versetzt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Mich hat sie vor die Herausforderung gesetzt, dass ich nicht nach Frankfurt kommen konnte. Trotzdem hat das Team Make It Happen gemacht. Und ich bin jetzt hier digital in Frankfurt, während ich physisch in München bin. Das ist für mich persönlich der nächste digitale Schritt und setzt uns alle natürlich stellt uns alle die Frage, inwieweit das auch Auswirkungen haben kann, wie wir zukünftig Meetings tatsächlich machen werden. Heute früh haben wir über die Transformation der Städte gesprochen. Im Wesentlichen haben wir festgestellt, dass die Transformation sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren muss, sich an der Klimawende orientieren muss. Und hier müssen ganz klar Städte, Architekten, Kommunen, Politik und eben auch Investoren, Projektentwickler viel, viel stärker zusammenarbeiten, dass diese Transformation im besten Sinne auch passiert. Dafür ist auch internationaler Austausch über die Best Practice erforderlich. Insofern zoomen wir jetzt rein hier in die Transformation im Asset Management, um im Endeffekt zu definieren, was machen die großen Investment Management und Asset Management Häuser tatsächlich, um eben den Herausforderungen gerecht zu werden. Wir haben hier knapp 130 Milliarden Assets under Management heute dabei. Wir haben vier Gäste, die uns zugeschaltet sind. Ich möchte gerne anfangen, Jochen Schenk, den Vorsitzenden des Vorstands von der Realis AG, zu begrüßen. Lieber Herr Schenk, die Realis bietet Investmentlösungen für private und institutionelle Anleger an. Und ich freue mich sehr, dass Sie so kurzfristig einspringen konnten für Ihre Kollegin Frau Dr. Hör, die leider krankheitsbedingt heute nicht teilnehmen wird. Auch herzlich willkommen, Jens Böhnlein. Lieber Herr Böhnlein, auch an Sie herzlichen Dank, dass Sie so kurzfristig einspringen konnten. Global Head of Asset Management bei der Commerz Real. Er wird heute darlegen, wie sein Unternehmen das Portfolio eben in Richtung Artikel 8 Fonds optimiert. Ich freue mich sehr, dass Sie teilnehmen können.
Zum nächsten Gast, Olivier Elamine. Er ist vielen von Ihnen bekannt. Er war in der Vergangenheit oft auch hier in den Sessions. Olivier ist bekannt für klare Statements zur Transformation und gleichzeitig ist er Vorstandsvorsitzender der Alstria REIT. Olivier, herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast, heute dabei zu sein. Last but not least, Christoph Reschke. Lieber Christoph, auch du bist öfter schon dabei gewesen und auch du bist jemand, der klare Aussagen trifft. Insofern freue ich mich auch, hier dich dabei zu haben. Christoph Reschke ist Geschäftsführer der Heinz Immobilien GmbH in Deutschland. Heinz ist einer der größten Projektentwickler und Investoren auf einer globalen Ebene und natürlich sind wir interessiert, wie so ein globales Unternehmen mit den Herausforderungen der Zukunft umgeht. Ich möchte gleich direkt einsteigen. Bei vier Gästen ist, sag ich mal, in einer Stunde sind wir schon herausgefordert, uns A, kurz zu fassen und B, auch natürlich den Impact von euch allen tatsächlich mitzunehmen. Insofern möchte ich gerne mit euren Status quo beginnen. Herr Schenk, wie sehen Sie Ihr derzeitiges Portfolio und was sind für Sie die Herausforderungen in der Gegenwart im Asset Management? Das ist also erstmal schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich jetzt hier mit dabei sein darf und ich vertrete gerne meine Kollegin hier drin. Die Frage, die Sie stellen, stellt sich schon wieder die Frage, wie schafft man das in einer Stunde zu beantworten? Ich will es trotzdem versuchen, kurz zu machen. Wir haben ja eine Vielzahl von Themen, die miteinander und gleichzeitig stattfinden. Es ist nicht nur diese gewaltige Veränderung zu ESG, es ist gleichzeitig die damit einhergehende und parallel laufende Veränderung der Digitalisierung. Das hat miteinander zu tun, läuft aber wie gesagt auch parallel. Wir haben eine neue Einstellung zum Thema New Work, also wie arbeiten wir in der Zukunft, was bedeutet das auf unsere Bestände. Wir haben eine deutliche Verschiebung im Handel, wie werden unsere Städte in der Zukunft aussehen und wie werden sich die Verbraucher verhalten in der Zukunft. Und dann kommt jetzt auch noch etwas dazu, wo wir politische Unsicherheiten, um nicht zu sagen, aus Europa Krieg haben. Das sind alles Herausforderungen, die auf einmal zusammen und in einer Zeit da sind und denen gilt es sich zu stellen. Also wir bei uns in unserem Haus haben ein klares Programm. Was machen wir in der Digitalisierung? Da geht vieles in die Richtung Datenhubs, Datenbanken zu schaffen, mit denen wir auch zum Beispiel dann die ESG-Themen bewerkstelligen können. Gleichzeitig haben wir ein intensives ESG-Programm, nicht nur für unsere neuen Produkte, alle Produkte, die bei uns im Vertrieb, das heißt im Angebot für den Anleger, ob privat oder institutionell sind Artikel 8 Fonds. Wir haben auch darüber hinaus vor, unseren Bestand an Sondervermögensinvestments, das ist so etwa zwei Drittel unseres Asset Under Management, möglichst noch in diesem Jahr in die Artikel 8 Kategorie zu heben. Und da gibt es ein detailliertes Programm, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Und die anderen Themen, ja, wir sind auch Vorreiter New Work für uns, wir probieren das aus. Wir haben zwei Jahre eine Testfläche gehabt, die wir umgebaut haben und bauen, weil wir in einem einzelnen Haus sitzen als Realis. Wir bauen derzeit das komplette Haus um und beziehen jetzt Ende April zwei Etagen von vieren schon mal komplett in einer neuen Arbeitswelt und probieren das damit auch am eigenen Leib aus. Ich glaube, das wird sehr gut. Ja, vielen Dank, Herr Schenk. Herr Böhnlein, die Commerz Real ist auch einer der ersten offenen Immobilienfonds gewesen, die ihren Fonds in einen Artikel 8 Fonds gemacht haben. Was sind die Herausforderungen bei der Commerz Real? Also wir haben am Anfang uns dafür entschieden, genau diesen Schritt zu wagen, sage ich mal ganz bewusst, auch zu einer Zeit, wo, glaube ich, noch keiner so richtig wusste, was auf uns zukommt. Und wir sind ja heute immer noch mit einer Situation konfrontiert, dass die Regulatorik noch gar nicht zu 100% durchdefiniert ist. Das heißt also, auch hier werden wir in den nächsten 2 bis 5 Jahren wahrscheinlich noch viele Veränderungen auf uns zukommen sehen. Gleichwohl war das uns aber eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, alle von uns möchten ja am Ende des Tages etwas Gutes und Positives in dieser Welt hinterlassen. Immobilien sind ein großer Bestandteil davon und haben vielfältige Wirkungen auf Menschen, aber auch auf Städte. Und deswegen haben wir uns entschieden,
ganz konsequent in diese Richtung zu schreiten. Und im ersten Schritt ging es natürlich jetzt bei uns darum, erstmal ein Verständnis herbeizuführen, also sprich, wie stehen die Objekte. Das hat sich jetzt in der Zwischenzeit bei uns noch weiter spezialisiert. Also gerade, ich habe ja gesagt, das erste Primärziel für den Hausinvestor ist die Reduzierung des CO2-Emissionsgrades. Wir beschäftigen uns jetzt aber genauso schon eben auch mit dem Thema Primärenergie, dem Klimapfad. Also sind sehr, sehr viele Sachen, die gleichzeitig eben geliefert werden müssen. Und da bietet jetzt gerade eben für sich Digitalisierung wirklich viele Möglichkeiten, weil wir im Regelfall eben auch eine Situation treffen, wo wir eben noch keine bestehenden oder führenden Systeme haben, sondern uns wirklich eben auch nochmal mit spannenden Produkten beschäftigen können, die jetzt eben auch eine große weitere Lehre plakatiert antreffen. Und das beschleunigt aus unserer Sicht eben auch die Digitalisierung in diesem Kontext nochmal extrem. Von dem her spannende Zeiten. Wie gesagt, Corona war so dieser erste Prüfstein, um zu gucken, wie gut funktionieren erstmal die kaufmännischen bestehenden Systeme. Jetzt kommt nachher die Zeit noch dazu. Und es bietet vor allem für uns auch wahnsinnig Potenzial, als Asset Manager auch einmal zu zeigen, was wir können. Ja, ich weiß nicht, ob ich nur der Einzige bin. Wir haben so ein bisschen Tonprobleme hier mit Jens Böhnlein Regie, wenn ihr da mal gucken könnt, was ihr da machen könnt. Zwischenzeitlich, Olivier, du you have been with us in a couple of sessions and you see also the development in asset management. I remember the first time you came in and basically ESG was sort of pretty impactful for us all, and you at Alstria really were ahead of the curve in terms of embracing the topic. Where do you see yourself and where do you see the industry at this point in time? Wir haben keinen Ton bei Olivier. Welcome to digitalization. So obviously today it's very, very hard to do anything in real estate without speaking to ESG, and it's taking a really important place, I guess, which is it's probably something we should be celebrating. Having said that, I also think from time to time it's also worthwhile to look back at what ESG actually imply and to a certain extent how much of ESG we should be doing without necessarily calling it ESG. I've been hearing a lot about Article 8, for instance, and INREF has come up with a very interesting paper saying that Article 8 and Article 9 are not about labeling, so they don't give you any information about how ESG compliant you are or how good you are. It's just about what kind of disclosure you're going to be providing. And I think we need to be aware not to fall again in a trap of putting labels and trying to achieve goals with tools which are not made to achieve those goals, which is, for me, one of the mistakes we've done as an industry in the past, like believing that building certification actually has some kind of value in terms of ESG. We should be careful not to do and repeat the same mistake again when we're looking at those qualifications. And the question and the way we're looking at it in Austria is, how do we embed ESG in everything we're doing without necessarily calling it ESG? I think we would have won the race once we will not need to speak about ESG anymore, and it will be just part of what we do, and it's been, it would be embedded in all the process that we have put in place, which is probably far-fetched in the future, but this is really where we're aiming at. Okay, thank you, Olivier. Christoph, von deiner Seite, du arbeitest in einem globalen, beim globalen Investor. Wie betrachtet ihr das? Also wie betrachtet ihr das in Deutschland? Das ist eine andere Diskussion. Wie betrachtet ihr das auf einer globalen Ebene in Bezug auf euer Portfolio, aber auch wie setzt ihr internationale Standards und wie geht ihr an das Thema ran? Ja, ich möchte das, was Olivier gesagt hat, eigentlich auch unterstreichen. Labels sind das eine. Es gibt einige gute, aber für ESG gibt es noch gar kein richtig gutes Label. Und wir müssen uns alle fragen, wir als Industrie, wie können wir dafür sorgen, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen? Bauindustrie,
Green Industry ist für einen sehr großen Anteil hier zuständig und wir müssen diese Nachhaltigkeitszertifikate oder was auch immer hinterfragen und eine anständige Taxonomie hier einführen. Wir als Haus, Jared Heinz hat uns das relativ früh schon mit in die DNA gegeben, hat sich schon um energieeffiziente Gebäude in den USA gekümmert, als das dann noch völlig nicht en vogue war, hat auch LEED mitgegründet, ist zwar ein Label, aber das will ich hier sagen. Und unser Core-Fonds, Pan-European Core-Fonds, ist seit Jahren, ich glaube, vierte Jahr in Folge, Leader für die GRESB-Zertifizierung, vielleicht eine der wenigen, die in Nachhaltigkeitsthemen hier schon aufgenommen haben. Und wir wollen das auch stark voranbringen und auch Gebäude bauen, die auch unabhängig davon, ob sie jetzt gewisse Kriterien, die irgendjemand anders ansetzt, richtig erachtet und erfüllt, wirklich langfristig stehen und auch insoweit etwas zur Nachhaltigkeit tun. Als internationales Haus ist das nicht ganz einfach, das hast du hier gut angemerkt, da die Anforderungen in den Ländern doch sehr unterschiedlich sind. Die Anforderungen der Regulierung, die Anforderungen der Mieter, die Anforderungen der Investoren und dies zu koordinieren ist ein großer Aufwand. Wir stellen uns dem, wir haben einen ESG Global Head, wir haben einen ESG Europa Head und auch in Deutschland und dazu noch einen Carbon Officer in USA. Also wir gehen das von allen Seiten an und versuchen das koordiniert voranzubringen und dann aber am Ende des Tages wohl doch pro Investor unterschiedliche Ziele zu setzen für die einzelnen Jahre, dass das fürs gesamte Portfolio koordiniert und eindeutig in allen Ländern gleich geht, das wird so nicht gelingen, sondern wir machen es Schritt für Schritt. Vielen Dank. Ihr sprecht einen sehr wichtigen Punkt an. Ich glaube, es ist jedem klar, dass ESG auf der Agenda jedes Investment Managers oder Asset Managers ist. Ja? Jetzt geht es eigentlich darum zu sagen, wie geht man mit dem Thema um? Ja? Und welche konkreten Strategien und Lösungen erarbeitet man? Ja? Um nicht in eine Diskussion reinzukommen, ist das Greenwashing oder ist das eigentlich nur Labeling, das man eben vornimmt, weil am Ende des Tages macht das zu wenig Impact. Ja, so. Insofern interessiert mich, Herr Böhnlein, wie ist es bei Commerce Real? Wie geht man mit der Schwierigkeit um, dass man schnell mit Labeling auch, mit reinem Labeling eigentlich auch in dem Bereich des Greenwashings kommen kann? Und was sind die konkreten Strategien, um das eben nicht zu tun? Ja, absolut. Also wir haben ja sowieso immer schon uns sehr zurückhaltend auch gegeben bei dem ganzen Thema Zertifikate. Die gehören natürlich, wenn man ein neues Objekt erwirbt, zum guten Ton dazu, weil sie eben auch nochmal so eine Art Mini-Due Diligence sind im Kontext der Nachhaltigkeit. Aber wir haben ja jetzt praktisch so diesen ersten Schritt gesehen. Also man kann viel darüber diskutieren, ob ein Artikel 8 oder Artikel 9 Produkt erstmal Labeling ist oder nicht, aber es sagt zumindest, in welche Richtung Finanzströme gelenkt werden sollen. Und das bedeutet wiederum konkret jetzt auch in den nächsten Schritten, dass wir uns als Industrie natürlich damit auseinandersetzen müssen, was dann eben auch ein ESG-konformes Produkt bedeutet. Die Taxonomie bereitet jetzt uns die nächste Überraschung. Erstmal vor, wir werden uns gerade dann eben entscheiden müssen, wollen wir eben taxonomiekonforme Objekte ausweisen in unseren Beständen oder wollen wir dem PRI-Statement folgen. Beide werden zur Folge haben, dass man deutlich mehr Transparenz auf die Objekte bekommt und das wiederum wird dazu führen, dass wir als Industrie eben auch uns damit beschäftigen müssen, wie unsere Portfolien sich in Zukunft verändern werden und wie wir die ausrichten. Konkret bedeutet das für uns, dass wir natürlich deutlich mehr Daten sammeln müssen, als die wir vorher gesammelt haben. Und das ist teilweise sehr, sehr mühsam. Ich habe ja vorhin kurz zum Thema digitale Möglichkeiten gesprochen. Das ist auf jeden Fall für uns ein großer Hebel, wenn es eben darum geht, die Bestände auch zu erfassen, eben uns mit digitalen Lösungen an der Stelle zu beschäftigen, weil sie müssen dann im Endeffekt auf Knopfdruck bewerten können, ist ihr gesamtes Portfolio noch im Klimapfad oder bewegt sich entsprechend raus. Und wir haben auch, wir sind zwar in dem Sinne kein internationales Unternehmen wie jetzt Heinz, aber wir haben auch Dependancen im Ausland und Objekte im Ausland und die fallen genauso unter die europäische Taxonomie, wenn sie in einem Fonds eben allokiert sind. Das heißt, wir werden uns auch damit beschäftigen müssen, was konkret bedeutet es zum Beispiel auch für ein Asset in den USA, das sozusagen unter einer europäischen Taxonomie auszuweisen. Und das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt gerade sehr intensiv beschäftigen, weil die Uhr läuft sozusagen. Ne? Also wir haben jetzt nur noch wenige Monate und Jahre Zeit.
Ich persönlich nehme aber wahr, dass es einen sehr großen Ruck in der Immobilienwirtschaft gibt und auch eine Bereitschaft, das zu tun. Und insbesondere auch nochmal hervorzuheben auf der Seite der Projektentwickler, die haben, glaube ich, wirklich das schon ein Stückchen früher auch verstanden, weil die natürlich auch im Bauprozess schon drin sind und haben dort, finde ich, jetzt auch sehr spannende Lösungen, die jetzt vielleicht auf eine größere Bereitschaft auch der Investoren treffen, etwas mehr Geld zu investieren, um dann eben auch langfristig nachhaltigere Produkte auch in den Beständen zu haben. Gestern kam ja der Entwurf eben auch des neuen EEG-Gesetzes, das zirkuliert wurde. Und da ist ja ganz klar abzulesen, dass das Thema Energie eines der dominanten Agendapunkte für die nächsten Jahre sein wird. Hm. Habt ihr einen konkreten Pledge, was ihr euch vornehmt, natürlich neben, sag ich mal, der Taxonomie für eure Fonds? Habt ihr einen konkreten Asset Management Pledge, den Sie intern herausgeben? Also wir haben für uns relativ klar erstmal strukturiert, was wir erreichen wollen im Kontext der Offenlegungsverordnung, also was wir sozusagen an die Anleger rausgeben. Das sind unsere Primärziele. Wir haben aber noch eine ganz breit gefächerte Anzahl von Zielen, die wir innerhalb des Asset Managements haben. Und wir versuchen, die aber zu strukturieren. Es ist aus meiner Sicht fast unmöglich, dass man alle Themen gleichzeitig angeht. Wir haben über 160 Immobilien in den unterschiedlichen Beständen. Wir können nicht alle gleichzeitig anfassen, aber wir haben jetzt eben schon ein ganz gutes Verständnis, welche wir als erstes anfassen müssen. Und wir versuchen das jetzt halt so ein Stück weit in die nächsten Jahre reinzutakten, dass wir eben sagen, dieses Teil des Portfolios müssen wir direkt angehen. Dieser Teil des Portfolios wird sich vielleicht irgendwann auch transformieren, weil er wird eine Projektentwicklung. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten in den Beständen erstmal ohne große Kapitalmaßnahmen zu agieren. Das sind so digitale Lösungen, die in die Haustechnik eingreifen. Ich würde sagen, die verschaffen einem noch ein bisschen Zeit für die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Ne? Aber dann irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, weil man noch mal intensiver in die Haustechnik einsteigen muss. Und so clustern wir am Ende des Tages die unterschiedlichen Ziele. Hm. Vielen Dank. Herr Schenk, wie sieht es bei Ihnen mit der Transformationsstrategie aus? Nun haben Sie auch gesagt, Sie folgen auch der Taxonomie. Gibt es bei Ihnen Asset-Management-seitig bestimmte Ziele, die Sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreichen wollen? Ja, wir haben uns da klare interne Ziele gegeben und das ist ganz ähnlich, wie Herr Böhnlein das gesagt hat. Deshalb möchte ich generell auch für die Zuhörer, Zuschauer hier nochmal ausführen. Wir vermischen im Zweifel verschiedene Begriffe. Wir aus der Finanzindustrie sind Regulierung gewohnt. Deshalb hat die EU etwas sehr Intelligentes gemacht, nämlich, das kam gerade schon das Wort, Lenkung der Finanzströme. Sie hat ein System geschaffen, in dem sie auf die regulierten Institutionen, das sind hier die Asset Manager und auch die Banken, Einfluss nimmt, Vorgaben macht, weil diese Art der Industrie ist gewohnt, auf eng regulierten Vorgaben zu arbeiten. Das hat nicht ganz miteinander koordiniert, weil die Offenlegungsverordnung etwas früher war als die Taxonomie. Deshalb sind beide nicht gleichbedeutend, sondern haben unterschiedliche Vorschriften. Das ist noch nicht harmonisiert. Das dauert noch eine Zeit. Das könnte zueinander laufen, werden wir sehen. Aber deshalb denken und reden wir oft von Taxonomie und meine vielleicht etwas anderes. Konkret, wir als Finanzindustrie sind gefordert, die Offenlegungsverordnung zu erfüllen. Und deshalb auch, hier habe ich auch beim Kollegen gehört, in der zweiten Priorität erst die Taxonomie. Das läuft aber trotzdem auf das gleiche Ziel raus. Es unterscheidet sich im Detail. Was ist das Detail? Am besten und die meisten von uns schauen auf einen sogenannten Dekarbonisierungspfad, weil das ist im Kern das höchste Gut. Das heißt, wie schnell bekommt man tatsächlich die Immobilien CO2-frei? Wir haben einen Status und ein Ziel in Deutschland 2045, in Europa bei 2050. Es gibt ein Berechnungstool von der EU-Seite, in dem man Immobiliendaten einpflegt und damit über die Laufzeit, je nach Land, wo es liegt und den Eingabe Daten bekommt man einen Pfad, das muss man sich wie so eine Kurve vorstellen, wie man dann auf den Zielwert Null kommt. Und dabei kann man die eigenen Immobilien spiegeln. Verbräuche, viele andere Themen muss man eingeben. Und dann sieht man, ob eine Immobilie noch Zeit hat, bis sie an diesen Pfad kommt. Irgendwann wird sie kommen. Oder ob sie vielleicht sogar schon hinaus ist. Dann benutzt man oft das Wort gestrandet.
kurzer Exkurs, vorsichtig, das kennen wir auch aus dem Kreditbereich. Da ist es aber allerdings so, dass es eigentlich wertlos ist. Bei Immobilien, wenn man da von Stranded spricht, dann heißt es, dass sie den Dekarbonisierungspfad gerissen haben. Dann muss man investieren. Letztendlich, Conclusio, wir haben diese Kurve und die Asset Manager schauen jetzt, wie sie mit überschaubaren Maßnahmen immer wieder an der Kurve bleiben. Denn es macht keinen Sinn, alles jetzt zu tun. Voraussage: Wir werden in 10 Jahren, in 15 Jahren völlig andere Technik zur Verfügung haben, die wir dann ansetzen können, um den weiteren Weg zu gehen. Konkret, wir untersuchen jetzt bis Mai 80 unserer Immobilien in Bezug auf genaueste Energieaudits, weil wir wissen, dass diese Immobilien bis 2030 an den Pfad ranreichen. Damit definieren wir einen Investitionsplan, was jetzt oder was in den nächsten Jahren erforderlich ist, um diese Immobilien weiter fit zu machen. Und die anderen über 100, die wir haben, die schauen wir uns bis Mitte des Jahres an, um etwas Gleiches zu tun. Damit haben wir dann einen dezidierten Plan, um unsere Versprechen auf Ebene der Offenlegungsverordnung zur Dekarbonisierung hinzubekommen. Das reicht einer Aufsicht noch nicht. Dann muss man im nächsten Schritt auch noch weitere ökologische Merkmale, so nennt man das, definieren. Und das sind Themen wie keine Lagerung von fossilen Brennstoffen. Das sind andere detaillierte Maßnahmen nochmal zum Energieverbrauch. Also da hat man eine bestimmte Offenheit, was man sich aus dem großen Katalog aussucht, um diese Ziele zu erreichen. Da wird jeder Asset Manager ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Wir haben für uns einen klaren Plan, wie wir sowohl unseren Publikumsfonds damit ausstatten und damit upgraden und wie wir auch in unserem Portfolio damit umgehen. Ein bisschen längere Erläuterung, das Thema ist komplex. Sehr gute Erläuterung auf jeden Fall, Schenk. Ich denke, das bringt auch gut in Kontext. Olivier, from your perspective and we are seeing the industry is moving ahead. You have been ahead, I would say, from my perspective, in parts of the industry. What are your concrete measures now with your portfolio, particularly now when I see that Brookfield is investing in you and want to scale up your platform? And the second piece is the second piece of the question is, do you see it working, what Mr. Schenk just described in terms of the transformation is starting to basically making impact, also particularly with invested managers that are compliant to this regulatory environment? I mean, I love hearing investment managers that they're going to comply with this regulation because it's going to offer a tremendous opportunity, which we're looking to tap into, which is to actually produce assets that, you know, ticks the boxes of the taxonomy. I mean, from my perspective, the taxonomy on real estate is just a failure. It fails to address the real problem, and it fails to address the things properly. But this is really my personal view. I've been involved in the negotiation of the taxonomy since probably like 6 years now. And I've made my view to them very, very clear. I think what people fail to comprehend in the taxonomy is that what you have today is only two part of the taxonomy, which is going to have six. So if you want to comply with the rest of the taxonomy, if you want to comply, for instance, with the biodiversity, which is coming up within the next 12 months, you will also need to have bird nests in your every of your buildings. You will need to have green roof everywhere. So the chances that you have a building which actually complies with the taxonomy is fairly, fairly limited. And if you have one, it's very also very, very unlikely that this building is going to be sustainable. You know, from my perspective, the difference between a sustainable building and a non-sustainable building is two things. It's time and money. Give it enough time, any sustainable building is going to be unsustainable. And give it enough money, any unsustainable building is going to become sustainable. So the problem is not the building. The problem is what we do as an industry and how we organize ourselves. The question is, and this is really our house view, is within the very short amount of time, in the kind of midterm, it's going to be very, very difficult to build anything new anywhere in Europe. And that's linked a lot to the conversation around embodied carbon.
So the question is, how do you organize yourself today as an asset manager or as a real estate company to be able to work in an environment where you're not going to be able to build, but you need to retrofit existing buildings? It's a different process. It has a different, it requires different skills. It requires different process from a business perspective. And that, of course, embodied the whole conversation about new work and all the things that are going into that. So it's not so much about what happened to the buildings. It's more about the ability of the manager to actually navigate those waters. I think in the future, you're going to have a lot of managers which are able to take a very good building and transform it into a bad one, and a few who are able to take a good building, a bad building, and transform it into a good one. And that's not about the building. It's really about the manager. So it's more about the processes and what happened in there. I mean, the CREM, which is, I think, the tool we were discussing before, which shows this curve of decarbonization, is a very helpful tool, which, to give back to Caesar what is owed to Caesar, has been developed by Professor Biener, and it's a very, very useful tool. I mean, we've been involved into that in a very early stage. And we have, by the way, science-based targets, which basically drive our portfolio to a route which is compliant with the 1.5 degrees of the Paris Agreement. What you need to be aware of is most of this curve is actually not dependent on what happened in the real estate. It's dependent on how the grid decarbonizes. So you can do whatever you want on the real estate. If actually the German grid does not decarbonize fast enough or not in line with the current plans that are in the CREM tool, then you're not going to hit that target. So I think, you know, we can speak a lot about the assets, but it's a bit like missing the big picture. It is about the processes that we have internally as a company. It is about understanding the interaction between the asset and other players, because we're not in there on the whole. And from my perspective, it's essentially about what happened to new buildings and embodied carbon conversation. Everything else is just a sideshow. So what needs to happen from your perspective? I mean, what needs to happen is we need to understand how the grid, how the building is interacting with the grid, how he can play a role within the grid. I mean, you're going to have within the next few hours electricity, spot electricity price in Germany, which is going to hit levels that we have never seen before, unfortunately, because of the Ukraine crisis. And so the need to be able to manage the demand on the grid is going to be a fundamental part of the way buildings are going to behave going forward. And we also need to better understand how we can reuse and repurpose the building for much longer than we currently do, and how we can basically run our businesses without necessarily building new space, which is hard because, you know, I clearly came into that business because I wanted to build new building. I didn't come into that building because I wanted to refurbish existing buildings. This is, I think, none of us did. So it's a kind of change of mentality that happened, and it needs to happen across the industry. It is starting actually, and there are more and more architects, for instance, that are refusing mandates for new construction if you can retrofit, which I think is good. But it requires a fundamental change in the way we're looking at our business, way beyond what the taxonomy is looking at currently. Thank you, Olivier. Christoph, wie seht ihr das bei Heinz? Olivier sieht ja dieses Thema schon wesentlich weiter als rein die Taxonomie. Ihr seid auch in der Vergangenheit stark in der Projektentwicklung gewesen. Was für ein Prozess findet bei euch statt und wie seht ihr die Zukunft und welche konkreten Strategien werdet ihr verfolgen? Also ich finde diese Ansicht, dass wir wirklich grundsätzlich anders damit umgehen müssen, absolut richtig. Ich würde dann vielleicht noch unterscheiden zwischen Bestand und Projektentwicklung. Es wird auch weiterhin Projektentwicklung geben, es wird auch weiterhin neue Gebäude geben, sonst können wir keine neuen Wohngebäude zum Beispiel bauen für die Bevölkerung, die in vielen Städten doch sehr wichtig ist. Man muss aber mit einer ganz anderen Behutsamkeit und Vorsicht mit dem Bestand umgehen und die Art und Weise, wie wir es in den letzten Jahrhunderten, muss man sagen, gemacht haben, einfach auch, ja, passt nicht mehr, weg. Wir bauen alles neu. Das wird es so nicht mehr geben, sondern man wird den Bestand versuchen, weitestgehend zu erhalten oder zumindest in sehr großen, weiten Teilen und ihn zu transformieren. Und in der Projektentwicklung ist das auch einer unserer Ansätze, dass wir Gebäude bauen wollen, jetzt mal abseits der Taxonomie, die sicherlich wichtig ist, aber die es schaffen, die nächsten 100 oder 200 Jahre zu stehen.
Und dafür auch auf Rendite sicherlich zu verzichten. Das hat was mit Geschosshöhen zu tun, wie wir glauben. Das hat was mit der Möglichkeit der Umnutzung zu tun, der Drittverwendungsfähigkeit. Das hat natürlich was mit den Materialien zu tun. Und wir müssen Gebäude auch mehr daran verstehen, dass sie nach dem Cradle-to-Cradle-Madasta-Prinzip, wie auch immer, dass wir auch die Materialien nicht so verbauen, dass sie danach zu Schutt werden. Wir produzieren viel zu viel Müll, wenn Gebäude verändert werden und auch am Anfang überhaupt beim Bauen. So, das ist die Projektentwicklungsseite. Wir sind da wirklich bereit, wir sind bei vielen Projekten jetzt dabei, die wirklich umzukonzipieren. Wir haben es auch gesehen, wir haben ein Gebäude, das eher in München, bei dem wir Ergänzungsbauten im Holz machen, einen großen Mietvertrag mit Bosch abgeschlossen, für die das sehr wichtig war, dass das ein sehr nachhaltiger Ansatz ist und auch ein sehr behutsamer Ansatz, mit dem wir da umgehen. Aber das andere ist der Bestand. Und der Bestand, das wird pro Objekt, muss man sich das ganz genau angucken, was kann man tun, wie kann man dort Energie besser einsetzen, wie kann man Dekarbonisierung vorantreiben. Das ist ein sehr individueller, sehr harter Ansatz. Natürlich kann man da auch ein paar grundsätzliche Dinge tun, was Energieeinkauf etc. anbetrifft. Wobei denn da Greenwashing beginnt, da kann man lange drüber diskutieren. Aber wir müssen grundsätzlich anders denken, wie wir Gebäude bauen, wie wir sie so erstellen und konzipieren, dass sie langfristig wirklich nicht 10, 20, sondern 100 Jahre plus stehen bleiben können und wie wir sie auch entsprechend betreiben und wo wir auch die Energie dafür herbekommen. Ja. Sehr gut, Christoph. Herr Schenke, Herr Böhnlein, wenn Sie das so hören von Olivier, also Taxonomie und die Bestrebungen, die jetzt sozusagen stattfinden, ist das ausreichend? Wo sehen Sie sozusagen für Ihr Portfolio, aber auch für Ihre Strategien hier Ansätze, dass wir einfach hier als Industrie einfach noch mehr zusammenarbeiten müssen, um tatsächlich den Impact zu machen? Ja, das ist, nehme ich gerne auf, weil ich gerade auch zu den Vorbeiträgen etwas Konkretes sagen möchte. Natürlich wird es nicht da stehen bleiben. Das ist jetzt erst der Anfang. Das ist ein Herantasten. Das ist jetzt mal der Versuch, etwas als nachhaltig zu definieren. Das geht ja noch auf andere Buchstaben und wir werden sehen, ob das jetzt überhaupt bei dem S funktioniert, ob man sich da in Europa verständigen kann. Alles das ist im Fluss. So, und was hier als Postulat gesagt wird, ja, wir müssen unsere Gebäude auf 100 Jahre Gebrauch ausstellen und erstellen. Wenn wir die heute so konzipieren und machen, dann dauert es natürlich auch sehr lange, bis solche Gebäude bestehen. So lange haben wir einen Bestand. Und jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Wir bauen gerade in Berlin ein großes Shoppingcenter um, vom Shoppingcenter zum Nahversorgungscenter mit sehr viel Bürofläche. Da der Effekt für die Umwelt ist, dass wir den Betonkern ja stehen lassen oder stehen gelassen haben und dass wir jetzt im Endeffekt diese Immobilie 26 Jahre CO2-frei betreiben können, im Gegensatz nur für die Erstellung des Neubaus. Das ist fein, davon kann man aber im Moment keine Rendite bezahlen. Und die Baukostensteigerungen, die wir jetzt in Pandemie, Arbeitskräftemangel und allen anderen Umständen haben und bauen im Bestand, viele von Ihnen wissen, was ich da meine, die muss man dem Investor erklären und der hat im Moment ein bedingtes Verständnis dafür. Das heißt also, mit so einem Bestand umzugehen und den umzuwidmen, ist ein hehres Ziel. Und ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Es wird in Kürze ein Grundstück in München auf den Markt kommen mit auch einem nennenswerten Betongebäude drauf. Und was wird sich da durchsetzen in der Stadtentwicklung? Wird es so um einen Abriss gehen oder wird es aus dem Bestand heraus neu entwickelt werden, weil es ein relativ großes Areal innerstädtisch ist, was man entwickeln kann? Und daran werden wir sehen, sind wir schon so weit oder ist es etwas, was erst vielleicht in 5 oder mehr Jahren zum Bewusstsein kommt? Denn im Moment messen wir ja als die regulatorische Vorgabe, und daran fixiert sich erstmal die Industrie, messen wir nur den Verbrauch während der Betriebszeit. Wir lassen ja noch die Erstellung und das Wegräumen beiseite. Und dazu braucht es eine sehr viel weitergehende Änderung des Bewusstseins, als es im Moment vielleicht da ist, und auch vielleicht eine Neudefinition von Rendite.
Also ist, Herr Böhlein, ist das, das sag ich mal, die Situation Kapital, Schrägstrich Rendite versus Taxonomie, da gibt es einfach noch ein großes Feld, was es eigentlich noch gilt zu definieren, um im Endeffekt hier die entsprechenden Notwendigkeiten zu schaffen, die Olivier gerade eben so beschrieben hat? Also ich würde schon sagen, dass, glaube ich, große Teile der Industrie sehr viel weiter in die unterschiedlichen Themenfelder reinschauen als nur in die Taxonomie. Also alle Punkte, die der Olivier gerade genannt hat, gucken wir uns genauso an. Ja? Also wir haben die Taxonomie natürlich auch durchgelesen und wissen auch, was da eben noch drinsteht. Ich glaube, am Ende des Tages, die Taxonomie war im Endeffekt für die Finanzindustrie jetzt so dieser erste Kick-off. Punkt, ja, und der hat dazu geführt, dass wir als Industrie einfach uns ein Bewusstsein geschaffen haben oder wir ein Bewusstsein schaffen mussten, ich probiere es mal ein bisschen drastischer, und uns sehr, sehr schnell und aktiv mit Themen auseinandersetzen mussten, die wir jahrelang ein Stück weit verdrängen konnten. Andere Industrien wie die Automobilindustrie oder eben auch die stromerzeugende Industrie mussten sich relativ schnell auch mit solchen Vorgaben auseinandersetzen. Jetzt ist sozusagen der dritte große Treiber von CO2-Emissionen im Fokus, nämlich die Immobilienindustrie. Das Spannende, glaube ich, dabei ist, dass das Spielfeld noch von einer Partei noch gar nicht richtig betreten wurde, das ist nämlich der Mieter. Und der erste Schritt war im Endeffekt erstmal die Finanzströme zu lenken. Ich habe das vorhin gesagt, Herr Schenks hat es auch wirklich toll ausgeführt, wie die unterschiedlichen Richtungen da sind. Und die Mieter werden ja auch in 3 Jahren verpflichtet sein zu reporten. Das Thema Taxonomie wird auch die Mieter treffen. Und das wird aus meiner Sicht auch wiederum dazu führen, dass wir eine Veränderung am Mietermarkt sehen werden. Das heißt also, der Druck am Ende des Tages auch gute Produkte im Portfolio zu haben. Also sprich, was bedeutet denn eigentlich ein Core-ESG-Produkt in 5 Jahren oder in 3? Der wird sich natürlich auf unsere Branche auswirken und wir werden ja auch morgen weiter vermieten wollen. Wir werden dann gut vermieten, wenn wir eben auch weiterhin die besten Produkte für unsere Mieter anbieten können. Und ich glaube, das wiederum ist auch der Garant dafür, dass wir eine Rendite auch erzeugen können auf den Objekten, wenn wir einfach gute Objekte in Zukunft auch wieder anbieten werden. Und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man sich jetzt damit auseinandersetzt. By the way, also es müssen ja auch nicht alle ein Artikel 8, Artikel 9, Artikel 6 Produkt sein. Ja? Also es gibt ja auch noch durchaus andere Möglichkeiten auf dem Markt, mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Also auch da bin ich mir sicher, dass es nochmal eine zweite Verwendung entsprechend geben wird. Und jetzt müssen wir halt einfach schauen als Industrie, dass wir uns da gut entwickeln. Und vielleicht auch noch ein Gedanke. Ich glaube nicht, dass es die Lösung geben wird, sondern es wird sehr viele unterschiedliche Lösungen geben. Es wird vielleicht die richtige Lösung geben, ein Objekt zu revitalisieren. Wir machen das gerade auch bei einem Shoppingcenter. Wir haben das erste OG praktisch rausgenommen und machen daraus ein medizinisches Zentrum. Das lässt sich aber bei einem zweiten Objekt so an der Stelle nicht replizieren, weil sie einfach ein Unikat an der Stelle dann eben aufbauen. Bei anderen Objekten wird man vielleicht zu einem Ergebnis kommen, dass es sinnvoll ist, es abzureißen und dafür eben ein anderes Objekt hinzustellen. Und ich glaube auch, dass wir uns beim Thema Wohnen einfach damit auseinandersetzen müssen, dass wir schneller und repetitiver, digitaler werden bauen müssen. Also sprich, dass die Industrialisierung auch viel, viel stärker in die Bauprozesse mit hineinkommt, wo wir aus meiner Sicht bisher als gesamte Industrie jetzt noch nicht so gut sind wie vielleicht in anderen Produktionsbereichen. Also sprich eben auch die Produktion mit dem Bestand, mit der Transaktion zu vernetzen. Und das wird der nächste große Hebel sein, glaube ich, wo wir noch sehr, sehr viel Wert stiften können. Also sprich eben ein durchgehender Prozess von der Erstellung bei Heinz bis hin dann ins Asset Management, bei wem auch immer von uns drei und wieder in den Verkauf zum nächsten Asset Manager. Und bisher waren diese Prozessketten immer unterbrochen. Und ich glaube, auch das werden wir nochmal durchdenken müssen, dass diese Prozessketten künftig nicht mehr durchbrochen werden sein dürfen, weil wir müssen ja dann es schaffen, über 50 oder 100 Jahre, wie vorhin angedeutet, eben auch ein Objekt zu bewirtschaften. Und das wird dann nochmal ganz spannende Diskussionen, glaube ich, aufmachen, was eben auch Asset Management, Transaktionsmanagement künftig bedeuten wird, auch spätestens, wenn der Gesetzgeber nochmal eingreift. Mich würde einfach interessieren, jetzt haben wir hier 130 Milliarden am Tisch. Vier Personen, vier, sag ich mal, Entscheider. Und vielleicht ist meine Wahrnehmung falsch, aber ich möchte die einfach mal bei euch challengen. Lassen wir das im Augenblick den ESG-Beauftragten und vielleicht spezifischen Asset-Managern, die wir in Foren, bei der ULI oder bei der CIA schicken, wo eben über Best Practice gesprochen wird, aber ist das
nicht notwendig, dass auf Entscheiderebene, wie hier jetzt, man sich mehr zusammensetzt und konkret an Lösungen arbeitet. Und maybe, Olivier, your perspective would be interesting maybe to start with. I'm sorry, I'm not sure I got the question correctly. So. Okay, the question is, you know, we are four investment managers here. You are four investment managers here, and you comprise 130 billion of assets under management. Do we, you know, share on the right level the best practice, and should it be rather on the decision-making level that the decision makers together drive the discussion to come to the best solutions for the industry and also impact politics? Well, I don't think there is a shared agreement on what needs to be done and on the diagnostic itself. And I think, I mean, from my perspective, the conversation we have today kind of illustrate that there are differences in views and how things need to be dealt with. Which is not surprising, because this is what makes a market. I mean, you only have a market if you have people who have different views. If everybody shares the same view, then there is no market, and there is no innovation either. So I'm not so much surprised that within the industry, we are not necessarily sharing best practices or sharing simply what needs to be done and how it needs to be done. From my perspective, the place where there is a missing link is not necessarily in ZIA or in other organizations which are just doing their work. I think the missing link is at the political level. There is no vision on a political level of what needs to be done and how it needs to be done. And when it comes to real estate, neither on the EU side, nor on the German side, nor on the French side, so it's not really, and neither on the left nor on the right, so it's not really about being in one party or another. And from my perspective, one of the reasons why we are having all those here is simply because there is no plan which is driven by political leadership, which we're lacking on that front. That's true on the, I think, on the energy policy, it's true on real estate policy, and you have a lot of conflicting policies that can be looked at and interpreted in different ways by the different players in the marketplace, which do not help at reaching the goal. So I don't see that as a failure of the industry as such. Again, I think the diversity of views in industry is something which is good, but I see that more as a failure of political leadership. Okay, thank you, Olivier. Leider sind wir schon am Ende der Diskussion. Die Stunde ist fast rum. Wir wollen auch noch Raum geben für die Zuschauer. Und herzlichen Dank für die gute Diskussion. Darf ich, Juliane, kurz zu Olivier sagen? Ich bin da definitiv positiver gestimmt. Das möchte ich mal sagen. Ich glaube, dass unsere Generation, auch die hier vertreten sind, wir haben das begriffen. Wir haben verstanden, dass wir was ändern müssen. Und der Wille ist da. Der Wille ist in der Industrie da. Der Wille ist bei den Investoren da. Auch, die auch bereit sind, zum Teil auf Rendite zu verzichten. Da haben wir auch schon einige Gespräche geführt, die ich sehr positiv fand. Ich habe es bei den Mietern gesehen. Natürlich gibt es auch Trittbrettfahrer, die das anders machen werden. Aber wir haben die Möglichkeit, das zu ändern. Und ich glaube auch da an Wettbewerb. Lasst uns alle unsere Ideen selber entwickeln. Und jeder versucht, es noch besser zu machen als der andere. Zentrale Steuerung über Politik etc., bis da irgendwas bei rauskommt. Da ist der Zug abgefahren. Und wie gesagt, ich sehe einen Ruck, der durch die Industrie gerade geht, auf allen Seiten. Und der stimmt mich positiv. Die Aufgabe ist enorm. Aber es hat sich was bewegt und der Zug fängt an zu rollen. Ja, das funktioniert ja prima. Danke, vielen Dank, Herr Reschke. Das war nämlich direkt schon eine Antwort auf eine Frage, die hier reinkam. Nämlich fragte ein Teilnehmer, wie ist Ihre Einschätzung, ob Investoren schon bereit sind, auf Rendite zugunsten eines guten ESG-Ratings und die Positionierung zu verzichten? Da haben Sie jetzt gerade schon ein Statement zu abgegeben. Ich glaube, was hier auch wichtig anzumerken ist, ist die Tatsache, dass es ja nicht um Verzicht geht, sondern dass ja auch Ressourcen der zukünftigen Generation weggenommen werden. Das heißt, es geht eher um ein Repricing. Aber ich würde gerne nochmal, weil vorhin, als Jens Böhner in Richtung Digital Asset Management sich auf den Weg gemacht hat, gedanklich, hat Christoph Reschke kurz gezuckt. Deswegen, Herr Reschke, nochmal kurz zu Ihnen. Metrics, it's all about data. Wir haben das jetzt heute Morgen schon mal gehört. Wir haben es von Ihnen jetzt auch in der Diskussion schon anklingen hören. Können Sie hier nochmal die Frage aufgreifen, die auch aus dem Publikum kommt? Was machen wir jetzt? Wie verdrahte ich mein ganzes Portfolio?
Ja, die Digitalisierung ist jetzt in diesem Gespräch noch gar nicht groß aufgekommen, dass das S auch noch nicht sehr, aber Digitalisierung ist generell in der gesamten Gesellschaft ein wahnsinniges Thema und für unsere Industrie umso mehr. Ja, wie erheben wir Daten, wie verteilen wir sie weiter, wie managen wir sie? Wir haben jetzt so viele unterschiedliche Sachen eingeführt bei uns in der Firma, ich will die gar nicht aufzählen, um die Investoren zufriedenzustellen, dass die Daten kommen und auch uns selber, Banken noch nebenbei. Was wir dazu noch glauben, was eigentlich kaputt ist, ist die Arbeitsaufteilung zwischen Asset Management, Property Management und Facility Management, also das ist jetzt wirklich down to earth. Das funktioniert einfach nicht mehr in der Industrie und wir fangen jetzt an bei Projekten, das auch zu ändern beim Lehnbachgärten und im MWM in München, dass wir auch Teile des Property Managements übernehmen, damit wir selber auch Daten erheben können und selber entscheiden können, wo die Digitalisierung beginnt. Und nur wenn Sie genau wissen, wie die Daten erhoben werden, können Sie auch gut verwenden. Da sind wir sicherlich auch noch an einem Anfangsschritt und der wird unsere Industrie auch noch mal gehörig weiter durcheinander wirbeln, weil es die Aufgabenverteilung anders leidet. Ja, das ist äußerst spannend. Das sieht man ja auch im Energiesektor, dass die Immobilienwelt eine Chance hat, dort auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist durchaus nochmal ein separates Thema. Die Pandora-Box machen wir an anderer Stelle auf. Aber eine Frage, die jetzt hier auch noch sehr gut passt, Matthias, die würde ich gerne an dich geben und inwieweit eure Gespräche mit Projektentwicklern da auch nochmal Antwort drauf geben. Gerade eben im Refurbishment ist ja auch oft die Frage der Baukosten, die jetzt auch beim Neubau aufgekommen ist, ein Thema. Hier schreibt jemand aus dem Publikum, dass die aktuellen Ereignisse in der Ukraine ja schon dazu führen, dass die Baustoffe noch weiter explodieren. Im besonderen Stahl sei wohl, da haben wir jetzt keinen Faktencheck, aber ich lese mal vor, 70% gestiegen in den letzten Tagen. Wie ordnet ihr das ein? Wird man sich Bauen überhaupt noch leisten können? Polemische Frage, aber wie ist da deine Gesamteinschätzung? Wir sind in einem Markt, ja, und insofern ist es immer die Abwägung, was man tatsächlich tut, zu einem Schenk. Ich denke, es kommt zukünftig wirklich darauf an, wie viel Neubauten wir uns leisten wollen, ja, und da spielt sicherlich Politik und Kommune eine wesentliche Rolle. Und natürlich müssen wir uns Gedanken machen, mit welchen Baumaterialien wir zukünftig bauen wollen. Das ist eine Abwägung für die Bedürfnisse der Menschen. Ja, also wenn es rein um Wohnraum geht, den wir kreieren müssen, dann ist natürlich die Frage, mit welchen Materialien machen wir das. Und natürlich ist es so, dass die Tage haben wir es gehört, Inflation ist der Preis für Demokratie. Ja, also das ist für mich das klare Statement, ja, das wir eben haben. Und gleichermaßen haben wir eben andere wichtige Themen, die wir für die Zukunft eben verändern müssen. Und dann ist es eben notwendig, diese so zu verändern. Und dann müssen andere Dinge eben zurückgehen, nämlich beispielsweise Rendite. Ja? Und das ist sicherlich in der Evaluierung der ganzen Thematik zu berücksichtigen. Ja, vielen Dank. Also ich will auch noch mal das aufgreifen, konkrete Umsetzung. Herr Schenk, Sie haben vorhin ausführlichst und sehr beeindruckend von einem Tool erzählt, wo man sehen kann, wie weit die Immobilie jetzt noch von der Dekarbonisierungskurve entfernt ist. Sagen Sie uns doch bitte noch einmal kurz, Werbeslot, wie heißt denn dieses Tool, fragt eine Teilnehmerin hier, und wo findet man es? Man findet es im Internet und es heißt CREM-Tool, geschrieben CREM. Und wenn man danach googelt, wird man es finden. Das ist eine öffentlich zugängliche Website und da gibt es auch Bedienungsanleitungen etc. dazu. Prima, das hilft sicherlich weiter. Ich bin begeistert, Matthias. Wir kommen unserem Anspruch wirklich gut nach, konkrete Maßnahmenvorschläge zu bieten. Und wenn bei CREM mit Doppel-E dann jetzt ganz viel Traffic auf der Seite ist, dann waren wir das. Prima. Ja, Matthias, wir wollen auch jetzt wieder ein kurzes Wrap-up von dir haben, um zu wissen, wie wir aus dieser Stunde gehen, bevor wir einen Ausblick auf die nächsten Sessions wagen. Ja, vielen Dank nochmal an meine Gäste. Ich denke, das war ein tolles
ein toller Austausch. Er ist leider etwas zu kurz geraten. Wir kamen gar nicht so wirklich dazu, das Thema Digitalisierung zu besprechen oder das Thema Social or Governance im ESG-Bereich, die uns sicherlich sehr, sehr stark beschäftigen. Wir haben im Wesentlichen über das E gesprochen, ja, und hier haben wir festgestellt, dass die Regulatorik, die wir für das E haben, nicht ausreicht. Wir haben festgestellt, dass wir Kapital brauchen, das gegebenenfalls weniger Rendite akzeptiert, um eben andere wichtige Ziele für uns und für unsere Zukunft eben zu realisieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt zu wenig Austausch. Es gibt zu wenig Austausch auf Entscheiderebene, um Dinge voranzutreiben. Ähnlich wie viele andere erwarte ich mir nicht, dass die Politik die Lösungen bringt, sondern ich denke, die Lösungen müssen aus der Industrie, müssen aus dem Asset-Management-Bereich kommen. Und wir sehen es ganz klar an dem Statement von Christoph Reschke. Das Thema fängt an dort, wo die Daten erhoben werden, nämlich im Property-Management. Da fängt alles an. Weil wenn die Daten nicht richtig erhoben werden, kann ich am Ende nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Insofern gibt es da für uns noch sehr viel zu tun, auch wenn wir denken, dass wir in dem Diskurs sicherlich gegenüber 12 Monate vorher weiter vorangekommen sind. Wir haben weiter festgestellt, dass Asset Manager sehr stark ihr Portfolien überprüfen. Aber wenn wir Olivier hören, da gibt es noch wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und da möchten wir als Colliers beitragen in der Diskussion und möchten mit konkreten Lösungen weiter hier den Diskurs fortführen. Zurück an Juliane. Danke. Ja, vielen Dank auch nochmal von mir an die Runde für einen wirklich imposanten Aufschlag, der Ausblick darauf gibt, dass es hier noch einiges zu diskutieren gibt. Aber auch das wollen wir in der Zukunft weiterhin möglich machen. Fazit von meiner Seite vielleicht auch nochmal an dieser Stelle. Ich glaube, dass der Wandel von der Betrachtung der Supply Chain hin zur Value Chain, das ist, was uns wirklichen Impact ermöglichen wird. Und das ist die Herausforderung, vor denen wir jetzt alle stehen, nicht nur in unserem kleinen Umfeld, sondern in dem Blickwinkel dessen, was unsere Tätigkeiten bei anderen wiederum auslösen, zu berücksichtigen, was wir an CO2-Footprint haben und natürlich auch, in welcher Weise wir Menschen damit beeinflussen. Ja, wie und wo und was Investoren 2022 vorhaben, das soll Thema heute Nachmittag sein. Matthias, du hast es bereits gesagt, wir widmen uns hier sehr intensiven Transformationsthemen. Wir haben heute Morgen auch schon mal angekündigt, es gab ja die Session zur Zukunft der Stadt. Alle Aufnahmen sind auf digitaler-frühling.de verfügbar zum Reinschmökern und Nachgucken. Und wer jetzt noch mal gucken will, wie genau das Tool heißt, was Herr Schenk eben erzählt hat, der kann auch noch mal zurückspulen. Aber ansonsten wollen wir nachher im Studio hier Professor Marcel Fratscher begrüßen, Philipp Schaper und Philipp Lapierre. Mit mir wird Matthias Leube wieder durch die Runde gehen und wir werden nachfragen, welchen Einfluss haben exogene Schocks, wie wird sich die Inflation entwickeln und was bedeutet das eigentlich für die Allokation von Geldern in unserem Haushalt und damit natürlich auch für die Wohnungen, die Frau Geiwitz plant. Also, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Melden Sie sich gern nochmal an. Wenn nicht, kein Problem. Wie gesagt, die Homepage digitaler-frühling.de. Sie können sich jetzt beim Mittagessen nochmal kurz Kraft holen und fix registrieren. Wir freuen uns auf Sie hier live aus dem Studio um 14 Uhr. Bis dahin, Ihnen alles Gute.